Im heutigen Quick-Tipp zeige ich, wie man XYZ-Koordinaten, die Eingabewerte fixieren kann. Und zwar ohne, dass ihr jetzt hier irgendwelche Hilfskonstruktionen vorbereiten müsst, könnt ihr direkt aus dem Assistenten eine Stütze herausnehmen und die möchte ich jetzt immer in einem gleichbleibenden Abstand versetzen. Hier in meinem Beispiel 50-50. Dazu aktiviere ich hier in diesem Bereich die Delta-Eingabewerte und kann so eigentlich genau diesen Wert beibehalten und dann immer meine Stützen gleichbleibend verteilen. Das geht auch in der 3D-Modellierung. Wenn wir hier einen Z-Wert setzen können, habe ich hier bereits schon einen Z-Wert fixiert von 12 cm. Und könnt jetzt hier beispielsweise in der Animation oder Projektion meine Verlegeachse abgreifen. Und hier am Ende habe ich schon mal Profile vorbereitet, die ich dann einfach mit Extrudieren entlang Pfad so extrudieren kann. Und am Schluss habe ich dann bereits schon ein Geländer.